Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars DB Online. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, wo ich zum letzten Mal geredet habe, denn jetzt habe ich was auf YouTube, man kann sagen, mir ist das in die Arme gefallen, habe ich ein Video gesehen, denn es soll eine geheime Quest geben, und zwar da oben beim Schloss. Und zwar beim Lichtritter. Und ich habe also ehrlich gesagt nur noch gedacht, okay, warum erfahre ich also jetzt erst noch was davon? Sorry, dass ich jetzt gerade mich ein paar Mal wieder verquatsche. Ich bin gerade vor gute, also vor einer halben Stunde aufgestanden, weil ich Nachtschicht habe. Ja. Ich reite einfach jetzt mal den Weg ab, den man wir eigentlich ganz normal geritten sind, wo wir diese Lichtquest hatten. Damit ihr nochmal sehen könnt, wie ihr am besten da zu diesem Punkt hinkommt. Einfach wie den Berg hoch, wie es sonst immer ist. Und dann biegt ihr einfach hier. Ehrlich gesagt, es ist eigentlich nur Folge dem Weg. Nachher wird es ein bisschen kniffliger, weil da sich mehrere Wege teilen. Dann kommt ihr ja automatisch hier oben an, wo wir dann damals ja die Pause gemacht hatten, wo wir ja die Kleeblätter eingesammelt hatten. Ach ja, apropos, das ist auch ein riesengroßer Spoiler jetzt. An die Leute, die Quest noch nicht gemacht haben, ich hätte es am liebsten Ära gesagt. Und so, jetzt bin ich selber auf die Nase gefallen. Egal, wenn ihr es noch nicht sehen wollt, was hier drin passiert ist, dann spoilt am besten zu dem Punkt vor, wo ich vor dem Eingang des Lichtrittes stehe. Das ist einfach, wo zwei solche großen Felsspalte sich sind, wo es ein langer Tunnel, kann man sagen, was da drin in den reingeht. So. Ja, jetzt folgt ihr einfach den Weg hier lang, wie wir es damals gemacht haben. Ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Weg, weil das ist schon ein bisschen länger her bei mir, dass ich die Quest gemacht habe. Ich glaube, das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Und ich habe mich, glaube ich, schon wieder echt verritten. Das ist ja das Blöde dran. Es sind so viele Wege. Und ja. Am besten dem Weg folgen. Und dann kommt ihr automatisch ja hier schon an. Aber ich glaube, von hier aus kommt man nicht rein. Wo ist diese scheiß Stelle, wo man noch rein konnte? Wir sind automatisch. Ich weiß das hundertprozentig. Wir sind automatisch. Sind wir einem Weg gefolgt und sind wir automatisch ja da angekommen. Warte mal, hier hinten gibt es ja auch noch einen Weg. Wo sind wir denn hier runtergeritten? Nein, ich habe mich gerade verirrt. Oder? Ich weiß, dass wir an meinem Lagerfeuer noch saßen. Wie gesagt, das ist schon wieder ein halbes Jahr her und ich bin seitdem hier fast oben gar nicht mehr gewesen. Nur noch das letzte Mal, wo ich die Tokenbilder gemacht habe. Aber da bin ich auch komplett kreuz und quer hier lang geritten. Das ist gerade für mich auch richtig peinlich, weil ich jetzt gerade selber die Stelle nicht wieder finde, wo man dann kann. Ach, hätte ich doch eher mal abgewartet. Also, ich war schon richtig. Ich musste nur den Hügel hier hochreiten. Denn hier fängt jetzt unter die Burg lang und hier fängt das mit dem Lichtritt an. Passt ja. Licht, Ritt. Okay, dann gehen wir noch mal rein. Man muss ja hier einfach den Weg erstmal folgen. Das kann man eh nicht anders machen, weil das ja durch die ganzen durch die Spalte hier führt.
Und zwar hier müsst ihr anhalten, wo diese blauen leuchtenden Pilze sind. Und hier beim Baum. Da ist einer hier. Den kann man anklicken. Dann gucken wir uns das mal an, was passiert. Ein Fuchs. Okay. Okay. Dann reiten wir mal einfach mal hinterher. Ich habe null Ahnung, was das für eine Quest ist. Wie gesagt, ich habe gerade erst erfahren, dass es diese Quest überhaupt gibt. Fuchs. Fuchs. Ja, bei mir steht nichts mehr, was ich weitermachen soll. Ist das jetzt wirklich von SSO Ernst? Ist das die ganze Quest gewesen? Weil ich habe ja auch kein Ausrufezeichen. Weil ich habe meins alles aktiviert. Ja. Ich verstehe gerade also den Sinn der Quest nicht. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ja, oder ist da drin was, was wir noch anklicken müssen? Hat er sich hier irgendwo hingesetzt in die Ecke und ich bin wie immer nur blöd da vorbeigeritten. Aber ich hätte den Fuchs doch gesehen. Und der Pilz ist auch verschwunden. Ich werde jetzt einfach mal dieses Video mir komplett angucken und wenn ich jetzt irgendwie gleich was weiß, dann mache ich einfach jetzt einen Cut hier und sehen uns gleich wieder. Sonst ist dann komplett einfach nur noch die, ja. Danach kommt gar nichts mehr. Ihr werdet ja sehen, ob ich da jetzt gleich noch einen Cut dran setze oder ob da gar nichts mehr kommt. Also, ich hoffe, bis gleich. Ich hoffe es. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe jetzt das mir ein bisschen weiter angeguckt, das Video. Und ich weiß jetzt, woran es liegt. Denn der Fuchs, der hat Angst vor Menschen. Darum, ich habe mich erstmal erneut relockt. Weil die Quest war gescheitert. Denn ich muss mich jetzt einmal in ein Kreativ in ein Wildpferd verwandeln. Und dann können wir das die Quest weitermachen. So, jetzt können wir nochmal mit reden. Schnüff, schnüff. Oh, hallo Pferdchen. Moment mal, bist du wirklich ein Pferd? Irgendwie riechst du komisch. Schnüff, schnüff. Wer bist du? Was bist du? Was du bist, ist erst, also ein Fuchs, das weiß ich. Wer bist du? Ein sprechender Fuchs. Ja und? Hihi, fiep. Sagen wir es so. Ich habe mehrere Identitäten. Ich bin eine Spur, ein Teil, eine Erinnerung von jemandem, der einst in einer Geschichte über eine Pixelgruppe vorkam. Hihi. Schnüff, schnüff. Irgendetwas an dir ist auf jeden Fall anders, Pferdchen. Ich bin beeindruckt, dass du mich gefunden hast. Aber kannst du das noch einmal?
spielen wir ein Spiel. 7 Tage lang, ein neuer Ort, eine neue Herausforderung. Tag für Tag. Kannst du mir folgen? Also jeden Tag kommt eine neue Herausforderung für mich. Oder besagt für mein Pferd. Oh, klingt, als hätten wir einen Deal, Pferdchen. Ich warne dich, dies wird etwas völlig Neues. Die Dinge, die fehl am Platz sind, werden dich leiten. Wir sehen uns, Pferdchen. Okay. Abgeschlossen. Muss ich jetzt hier durchreiten? Ich habe Angst. Ich traue diese Schutz schon seit dem ersten Tag, wo ich hier durchgeritten bin, nicht. Wir reiten nochmal zurück. Es ist Tag 1. Es muss irgendwas gleich passieren. Irgendwas wird da passieren. Sonst hätte der Fuchs nicht 7 Tage lang gesagt, jeden Tag passiert was anderes, was hier nicht hinpasst. Und hier ist das Lagerfeuer, was ich vorhin gemeint habe. Okay, ich werde hier nochmal wieder einen Cut machen, weil mir ist eben noch ein anderes Video aufgefallen. Ich gucke mir das den Anfang an, was ich dafür machen muss, weil das Pfandmehl fand ich schon gar nicht schön. Also bis gleich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr dolle darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Silent Bridgeke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Silent Bridgeke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.